Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skyworld. Ja, Folge, keine Ahnung was, habe ich aus den Augen verloren. Ich sag's mal ganz offen und ehrlich, wie es ist. Wir hatten gerade einen Mega-Fail, so. Deswegen, wenn wir manchmal, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen genervt klingen, ich sag's mal so, wir hatten was Bestimmtes erreicht und es gab einen kleinen Bug und der Bug war so verheerend, dass. Okay. Hä? Hat das Ding ein Halsband? Ich hab's gezähmt. Lol, man kann die Dinger zähmen. Oh, wie cute. Muss Orangen geben. Ah, du kannst Orangen denn geben? Warte mal. Ja. Wo ist denn noch so ein Viech? Will auch sowas haben. Naja. Auf alle Fälle, in der letzten Folge haben wir ja. Die letzte Folge war zu lange, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Achso, den Brief gelesen. Und da stand ja drin, dass wir das Labor suchen sollen und dass das Labor unter dem Haus ist. Ja, Edison wird nichts sagen, deswegen sage ich mal, let's go. Ich würde auch sagen, wir tun das hier so hinten irgendwo machen. Ja. So, wo Edison das nicht mitkriegt. So. Ganz, ganz. Ah, jetzt hab ich. Ah, ne. Okay. Lol. Komm runter. Alter. Das sieht krass aus. Junge. Was hat. Alter. Was ist das? Ich mach mal wieder zu. Alter, das sieht ja geil aus. Hier geht noch ein Gang runter. Und das ist der Teleporter. Junge, was. Alter, was hat denn Professor Timo hier gemacht? Experiment Vegetation unterirdisch. Experiment Vegetation unterirdische Wüste. Was ist das? Hier steht kein Schild. Was ist das? Äthervögel? Ätherschafe in Vorbereitung. Okay. Was ist das? Sein Schlafraum. Ah, hier sind Bücher drin. Vegetation Wüste, Äthervögel und Vegetation. Okay, ich fange mal mit Vegetation an. Experiment im Thema Vegetation des Äthers unter der Erde. Für dieses Experiment wurden Samen unter der Erde gepflanzt, um zu beobachten, wie sie ohne der frischen Luft an der Oberfläche auskommen. Tag 1. Heute habe ich die Samen gepflanzt und die Wasserquelle frisch aufgefüllt. Allerdings ist bis heute noch kein Gras gewachsen. Tag 2. Die Wasserquelle trocknet unglaublich schnell aus. Ich musste sie heute wieder auffüllen. An der Oberfläche scheint das Wasser allerdings nicht so schnell auszutrocknen. Tag 23. Lol. In den letzten 21 Tagen ist nichts passiert. Die Samen sprießen immer noch nicht und die Wasserquelle trocknet jeden Tag erneut aus. Tag 36. Das Experiment wird beendet. Die Samen sprießen nach 36 Tagen nicht mal ansatzweise. Und die Wasserquelle jeden Tag aufzufüllen ist auf Dauer umständlich. Projekt vorläufig beendet. Ergebnisse? Pflanzen scheinen sehr an die Luft an der Oberfläche angewiesen zu sein. Wasser scheint unter der Oberfläche viel schneller auszutrocknen. Interessantes Ergebnis. Äthervögel? Boah, 8 Seiten. Äthervögel. Um diese eigenartigen Geschöpfe besser zu studieren, habe ich ein paar Exemplare eingefangen und in meinem Labor gebracht. Die Vögel scheinen sich nur in Gruppen zu bewegen und nisten auch immer in Gruppen. Sie sind aber durchaus in der Lage, allein zu überleben. Sie ernähren sich ausschließlich von Beeren und anderen Früchten. Da diese hier unten nicht wachsen, muss ich jeden Tag ein paar Eimer voll unterbringen. Trotz des Wassermangels hier unten scheinen sie keinen Durst zu haben, was meine Arbeit sehr erleichtert. Einer der Vögel hatte es geschafft auszubrechen. Er war einfach durch die Glaswand gerannt. Allerdings sind seine Artgenossen ruhig geblieben und haben das Gehege nicht verlassen. Ich konnte ihn wieder einfangen und ihn zurück in sein Gehege bringen. Seit dem Ausbruch des einen Vogels benehmen sich die anderen sehr merkwürdig. Ich werde sie wohl besser im Auge behalten müssen. Heute haben alle Vögel versucht, die Glaswand zu durchbrechen. Ich befürchte, sie fühlen sich langsam nicht mehr wohl. Ich habe alle Vögel sicherheitshalber freigelassen. Ist wahrscheinlich auch besser so. Ich habe genug Informationen gesammelt und es bringt auch nichts, die Tiere hier unnötig einzusperren. Hm. Also das war wahrscheinlich dieses Vogelgehege.
Vegetation, Wüste. Experiment zum Thema Vegetation des Äthers unter der Erde. Wüste. Für dieses Experiment wurden Pflanzen des wüstenähnlichen Biomes des Äthers unter der Oberfläche gepflanzt. Tag 1. Heute habe ich die Samen gepflanzt. Für dieses Experiment wird kein Wasser, keine Wasserquelle benötigt, da in der Wüste an der Oberfläche auch kein Wasser aufzufinden ist. Tag 2. Die Pflanzen beginnen jetzt schon zu wachsen, trotz der komplett anderen Umgebung. Tag 10. Obwohl die Pflanzen schnell gewachsen sind, scheinen sie jetzt gar nicht mehr zu wachsen. Ich werde das Projekt vorläufig beenden und warten, ob noch etwas passiert. Projekt vorläufig beendet. Ergebnis. Die Pflanzen der Ätherwüste scheinen anfangs sehr schnell zu wachsen, wachsen danach allerdings nicht weiter. Womöglich sind sie auch an die frische Luft gebunden. Okay. Ist hier noch was drin? Ist hier noch was drin? Ah, Tatsache. Labortagebuch 2. Okay. Neues Labortagebuch. Ist so neues. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Projekt Grundgestein des Äthers ist außer Kontrolle geraten. Irgendwelche fliegende Viecher sind plötzlich aufgetaucht und haben mich angegriffen. Ich konnte mich retten, allerdings ist mein altes Tagebuch verloren gegangen. Zur Sicherheit habe ich den Tunnel abgesperrt und Warnschilder angebracht. Der zweite Tag mit meinem neuen Labortagebuch. Fühlt sich irgendwie komisch an, wieder ganz von vorne anzufangen. Ich glaube, ich werde erstmal wenig hier reinschreiben und mich auf den Bau des Teleporters konzentrieren. Wow, schon ewig nichts mehr hier reingeschrieben. Aber hey, der Teleporter ist fertig, hoffentlich funktioniert er auch richtig. Mein letzter Eintrag, hätte nicht gedacht, dass ich das jemals schreiben werde. Nach mehreren Wochen Testen und Ausprobieren, habe ich mich entschieden, ich werde mich zurück teleportieren. James und Addison habe ich immer noch nicht von meinem Labor erzählt und ich belasse es dabei. Ich werde so schnell wie möglich versuchen, wieder hierher zu kommen, um die beiden zu retten. Also dann, tschüss, du wunderschönes Labor. Die ganzen Erkenntnisse, die ich hier gesammelt habe, werde ich nie vergessen. Auf bald, Professor Will Timo. Lol. Er hat irgendwas von einem Tunnel und einem Loch erzählt? Ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Nee. Okay. Meint wahrscheinlich wohl den Tunnel. Wollen wir den mal runtergehen? Alter. Was? Komm mal. Gehen wir mal hier runter. Also es ist ein ganz langer Gang, also der hat anscheinend sehr, sehr viel Freizeit gehabt. Und hier ist abgesperrt. Betreten auf eigene Gefahr, Lebensgefahr, betreten strengstens verboten. Aber nicht für uns. Let's go. Ach so. Ja, wir haben hier Sonderrechte. Lebensgefahr. So. Passt. Oder damit. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum Lebensgefahr. Was zur Hölle? Das ist einfach ein Loch. Ach, deswegen hat er das auch im Tagebuch erwähnt. Ob das jetzt nach runter führt zu der echten... Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich würde sagen, wir gehen hier schnell wieder weg. Das ist alles schön und gut, aber ich glaube... Aber es eignet sich gut als Mülleimer. Also, beim Müll und so... Einfach durch das Loch schmeißen. Nein, nichts wegwerfen. Höchstens in den Mülleimer. Okay, das ist... die Maschine und hier sind Knöpfe dran und ich will ehrlich gesagt gar nicht reingehen, weil hier sind komische Knöpfe und die will ich gar nicht drücken. Was ist? Hier ist noch eine Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Und alter Schwede. 2 Energiesteine. Okay. Und Bücher. Anleitung und Erklärung. Zuerst Erklärung, würde ich sagen. Erklärung ist immer gut. Hallo James und Addison. Solltet ihr das hier entdeckt haben, dann reicht es mit der Geheimnistuerei. Ich habe es geschafft, vor einiger Zeit einen Prototypen des Teleporters fertigzustellen. Ich wollte euch beide allerdings nicht in Gefahr bringen und habe deshalb erstmal einige Tests durchgeführt. Diese verliefen unterschiedlich. Einige verliefen ausgezeichnet, die anderen verliefen
komplett beschissen. Gute Wortwahl, danke für das. Ich habe dann beschlossen, mich allein zu teleportieren, um das Schlimmste zu vermeiden. Solltet ihr das hier lesen, dann ist wahrscheinlich irgendetwas schiefgelaufen und... Ich wollte euch später holen, aber anscheinend habe ich es nicht geschafft, mein altes Labor zu erreichen. In der Kiste ist eine Anleitung, wie ihr den Teleporter zum Laufen bringt. Viel Glück euch beiden, Professor Will Timo. Anleitung für den Teleporter. Die beiden Knöpfe außerhalb sind für die Türen. Drückt einen von beiden und huscht schnell durch. Wenn ihr drin seid, dürft ihr keine Knöpfe wild drücken, das könnte das System beschädigen. Wenn ihr nach links seht, solltet ihr einen Knopf und einen Werfer finden. In diesem Werfer legt ihr zwei Energiesteine. Danach drückt ihr den Knopf. Dann sollte ein Geräusch zu hören sein. Das heißt, die Energiesteine werden gerade zersetzt, um die Energie freizusetzen. Macht Sinn. Nach 5 Sekunden drückt ihr den Knopf nochmal. Sollte das Geräusch dann immer noch zu hören sein, müsst ihr den Knopf nochmal drücken, bis das Geräusch nicht mehr zu hören ist. Sobald das Geräusch verstummt ist, könnt ihr euch den beiden Knöpfen widmen. Ihr müsst zuerst den rechten Knopf drücken. Wenn ihr das gemacht habt, sollten die beiden Lampen leuchten. Wenn die Lampen leuchten, drückt ihr den linken Knopf. Jetzt sollte der Teleporter funktionieren. Viel Glück euch beiden. Okay, interessant. Okay. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, noch zwei Energiesteine finden. Ah nein, einen kriegen wir ja noch von Professor Timo, ne? Hat er das nicht gesagt, dass er uns noch einen vorbeischickt? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon. Ich glaube, da war was. Okay, das heißt, wir brauchen nur noch einen. Wie wir den jetzt finden? Eine gute Frage. Hier ist nichts mehr, hier ist ein Ausgang. Boah, würde ich mal sagen, gehen wir wieder hoch. Aber... Okay, wo ist der Block hin? Gib mir den Block. Ja, Edison. Er war nie hier. Okay. Anderer Ausgang. Geht auch klar. So. Hast du Blöcke? Ja, bau du dich erstmal hoch. Ich komm danach. Okay. Hier gut. Alter, hier ist ein Stein. Tschüss, Labor. Sehr interessant. Yeah, hey. Mann, jetzt buddelt er mich ein. Edison, wir waren nie hier. Mein Hase hat hier gewartet. Ein Hase. So. So macht man gut. Jetzt ist bloß die Frage, wann kommt die Nachricht von Professor Timo? Hat er die schon geschickt? In unserem Mülleimer? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wäre es das für die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Und ciao. Ciao.